Was geht, meine lieben Freunde? Kaffee wärmt meinen Körper und ich bin live. Pünktlich wie eh und je, 10 Uhr angekündigt, 10 Uhr gehen wir auch live. Das ist das, was mir persönlich wichtig ist. Ich finde einfach Pünktlichkeit ist gerade bei Livestreams einfach eine Sache, auf die man sehr viel Acht geben muss. Ich bereite schon mal gameplay-technisch alles vor. Würde ich sagen, erster Run of the Day. Mal gucken, wie es läuft. 3, 2, 1, Feuerfly. Ja. Bei dem war ich noch nie gut, Leute. Wir müssen erst noch ein bisschen warm werden. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen warm spielen sollen. Gerade meine Hände sind noch kalt. Und tatsächlich, für gutes Gaming sind warme Hände eigentlich wichtig, weil die einfach viel schnellere Reflexe haben. Okay. Na, hat aber schon mal gut funktioniert. Shit. Wusstet ihr, dass Rick May die Stimme von Soldier aus Team Fortress 2 und die Stimme von Peppy aus Star Fox am 13. April gestorben ist? Ich frag mich eher, wieso das jemanden interessiert. Allgemein, ich bin da vielleicht voll der Arsch oder so. Tode von Stars oder von irgendwelchen Leuten, die man irgendwo mal irgendwie, die an irgendwas mitgearbeitet haben. Also ich weiß nicht, die... Alan Rickman. Ja klar, natürlich ist es irgendwo schade, dass das Stars sterben. Aber ich meine, jeder von uns stirbt. Ich meine, inwiefern beeinflusst es dein Leben, ob der Schauspieler von Snape noch lebt oder nicht? Also es beeinflusst dich ja nicht. Warum interessierst du dich dann dafür? Das ist so immer... Ich denke da allgemein sehr radikal. Ich bin sehr schnell bei, wenn es keinen Einfluss auf mein Leben nimmt, dann schenke ich etwas keine Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob das immer die richtige Lösung ist, kein Schimmer. Aber so ticke ich einfach. Ich interessiere mich nicht für das Business anderer Leute, die mich nicht beeinflussen. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn es Menschen sind, die ich kenne, oder wenn es irgendwie... Wenn es mich betrifft, ich meine, es betrifft mich ja auch, wenn es um Menschen geht, die mir wichtig sind, dann ja. Aber wenn es einfach Person XY stirbt, ja, ich meine, es hat mein Leben jetzt nicht verändert, seit der Schauspieler von Snape gestorben ist. Ich meine, er war ein alter Mann, er verdient ja auch irgendwann einen schönen Tod. Ich meine, wir alle sterben irgendwann. Oh, boy. Warum kriege ich diese beiden roten Münzen nicht mehr? Das ist ganz gruselig. Oh nein, ich krieg diesen ersten Bowser-Throw nicht mehr hin. Why? Aber beim dritten mache ich dann immer hier 3 Hits in Folge. Rookie Mountain immer noch das Land, wo ich mit Abstand die größten Probleme habe, obwohl es eigentlich nicht schwer sein sollte. Ich bin tot. Stabil. Good job, Hübi. Good job. Shit. Oh nee, das war so knapp! Hi, wie geht's dir? Kannst du mich grüßen, SMEE? Natürlich vollkommen ernst gemeint. Allein schon in der Spendnachrichten düdüdüdü ist, dann ist einfach das Leben in Ordnung. Wie wird man so krass wie du? Also, ich habe diesem Hübi damals mal 300 Euro donated und seitdem bin ich eigentlich ein besserer Mensch geworden. Joke beiseite. Es müssen 500 Euro sein. Dann ist man krass. Was bekommt man eigentlich von dir für seinen Erstgeborenen? Oh shit, das ist jetzt nicht so gut. Aber jetzt muss der Weitsprung sitzen, ansonsten habe ich verkackt. Moment. Nee, auch nicht. Oh wow, das war richtig gut. Klar gönne ich dir deinen Erfolg, aber irgendwie hoffe ich, dass du bei den Streams nicht 1K zuschauen bleibst, weil das so chillig ist. Ansichtssache. Zum Beispiel, ich habe immer noch Leute, die sagen, damals in den Streams bei 50 Zuschauern waren besser. Dann als ich so, keine Ahnung, im Schnitt 200 hatte, haben die Leute gesagt, damals in den Streams mit 200 Zuschauer waren besser. Du sagst jetzt, okay, du hoffst, dass ich bei 1000 bleibe, weil da ist es quasi am chilligsten. Also, ich glaube, das ist auch meine Ansichtssache. Klar ändern sich Dinge. Je mehr Zuschauer da sind, desto eher besteht die Gefahr, dass so ein bisschen... Was weiß ich, das Community-Feeling verloren geht, aber damals, als ich von 50 auf 100 gegangen bin, haben Leute Angst gehabt, dass das Community-Feeling verloren geht. Von 100 auf 500 hatten Leute Angst, dass es verloren geht. Jetzt sind wir bei 1000, aber ich finde immer noch, dass wir eine geisteskrank geile Community sind. Also, es ist zwar immer wieder eine neue Herausforderung, aber ich glaube, die Größe bestimmt nicht unbedingt die Atmosphäre im Chat. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass die Zahlen nicht grundlos größer werden. Den meisten scheint es als zu gefallen. Klar, und was man, finde ich, meiner Meinung nach auch nicht vergessen darf, ist, dass hinter den Zahlen, die sind zwar Online-Zahlen, aber das sind einfach Menschen hinter. Jede Stelle der Zahl ist einfach ein Mensch. Und das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen. Oh, nee. Oh, nee. Oh, shit. Alter, wie viel Lava? Nein! Was zur Hölle? Das war das verkorkteste... Koks. Scheiß drauf. Das beschissenste Lava. Boah, das war jetzt hier, was ich je gemacht habe. Alter, was war das? Irgendwo kommt einfach Routine und Skill dazu. Von Run zu Run wird es hoffentlich besser. Mamma mia! Von Run zu Run wird's hoffentlich besser. Boah, habt ihr gesehen, wie ich zwischen dem Feuer so hin und her gebounced bin? Wie so ein G.
What? Ich muss jetzt endlich mal so einen Lego-Baustream machen. Dann einfach gucken, was passiert. Ich meine, wenn er nicht funktioniert, mein Gott, dann habe ich halt einen Stream, der nicht viele Zuschauer hat. Ja, mein Gott, juckt null. Und wenn es eine Sache ist, die Leute interessieren könnte, so dann, ich meine, dann habe ich ein neues Format für meinen Kanal. Also, das ist auch eine Sache. Da habe ich mit Sefi vor ein paar Tagen lang drüber telefoniert. Das hat er auch gesagt, ich auch. Wenn man viel hustelt und viel arbeitet, nimmt man sich selbst die Zeit, kreativ zu sein. Neue Formatideen, neue Videoideen entstehen nicht, während man live ist. Die entstehen auch nicht, während man Videos aufnimmt. Und die entstehen auch nicht, während man Thumbnails erstellt oder Videos schneidet. Neue Ideen entstehen nur, wenn du dir Abstand von der ganzen Sache nimmst. Wenn du, was weiß ich, wenn du spazieren gehst, wenn du, ja, beim Sport wahrscheinlich auch nicht mal, da denkt man auch nicht so viel nach. Ne? Also einfach, wenn du einfach mal Abstand von allem nimmst. Und bei Leuten wie wir, die einfach übelst den Hustler-Lifestyle leben, die einfach versuchen, so viel Zeit wie möglich in das zu investieren, was sie lieben, die nehmen sich die Option, neue Videoideen zu erstellen, beziehungsweise denken sich neue Ideen so lange kaputt, bis sie sie nicht umsetzen. Wenn ihr irgendwann das Gefühl habt, ihr stoßt an eine kreative Grenze, dann ist oftmals nicht die Lösung, noch mehr in etwas zu investieren, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen Abstand zu nehmen. Und das ist was, das muss ich lernen. Der Run ist so erbärmlich. Eigentlich müsste ich resetten. Das wird halt nicht mal ansatzweise ein neuer Rekord oder sowas. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass es ein PB werden könnte. Kann aber nicht einschätzen, wie viel Zeit wir hier in der Ufer haben. Habe ich Donaten gehört? Hashtag Donatenarmy. Bruder, diese Google-Übersetzer-Stimme ist super. Sie hat die Michelle erfunden. Jetzt hat sie die Donatenarmy erfunden. Oh boy. Oh boy, okay, Konzentration. Was passiert gerade im Chat? Oh, shit. Ich kann da nicht spielen! Ich kann da nicht spielen! Ich kann da nicht spielen! Das Swiss Money kommt rein, vor allem das Swiss Money kriegt keinen Alert. Das ist... Wie soll ich mich denn da konzentrieren? Da gebt euch das mal. Ich mach irgendwas. Ich bin gedanklich gerade dabei, das zu verarbeiten. Alter, unbekannt. Dankeschön. Und jetzt noch... Leute, ihr gebt mir so auf den Sack. Also, ne... Eigentlich gibt mir Tippi auf den Sack, weil Tippi die Swiss Money nicht durchschickt. Das Swiss Money eskaliert gerade einfach und es kommen keine Alerts. Und dann bin ich, dann ist mir das peinlich. Und dann kann ich nicht mehr runnen und dann wird der Stream nicht so gut und... So, mal gucken, ob wir die Bowser Throws wieder hinbekommen. Schön, dass wir dich aus deinem Spieltrampolo rausbekommen haben. Hashtag DonatenArmy. Ah, da schon wieder. Warum auch immer Bowser Throws klappen aktuell. Meine Konzentration wurde mies weggeflankt. What the hell? Achievement unlocked, wie beim Speedrun Nerven XD. Können wir bitte gesammelt Liebe in den Chat böllern für alles, was in den letzten 5 Minuten passiert ist? Für euch böller ich jetzt einfach einen stabilen Run raus, okay? Ah, Lakitos gibt Ease da. Alle Doris kommen in Odins Halle. Wer ist Dori? Wow, Dori ist der Fisch aus Wer wird Millionär? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, mit Sicherheit. Man kennt ihn. Bruder, in meinem Hirn ist so viel falsch. Seit diesen Streams ist in meinem Hirn so viel falsch verknüpft, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Wie kommt mein Gehirn, wenn ich Findet Nemo sagen will, auf Wer wird Millionär? Wie? Das ergibt keinen Sinn. Die Streams machen mich... Sie ziehen meinen IQ in den Keller. So, ich gehöre in die Psychiatrie. Mein Hirn ist gerade in dem Modus. Es sind in diesem Kinderspiel, wo du die Objekte durch die passenden Löcher quasi legen musst. Nimmt sich einfach das Würfelobjekt und will es durch den Kreis durch. Das reset ich nochmal. Ich bin noch nicht auf der Höhe. Daily Streams machen mich einfach dumm. Das Spiel ist langweilig. Spiel mal Smash. Hashtag Donatsunami. Jetzt läuft der Bums hier. Achtung, Lakitoskip. Easy. Gar kein Problem. So kurz Paysafe aufgeladen, um Hubi den Run zu zerstören. Düdelüdü. Hashtag DonatenArmy. Why? Was mache ich denn? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Kein Wunder, dass man Dori nicht findet, wenn sie bei Jauch sitzt. Hashtag Dori wird Millionär. Dori and the Blind Forest. Damn this! Ja, mir wurde schon häufig gesagt, dass ich ein Rabe bin. Machst du nix. Ich bin Raff, Leute. Und das klingt einfach wie ein Maschinengewehr. Oh, ich hab mal wieder den ersten Bowser Throw verkackt.
Oh nein, ich sterb schon wieder. Ich sterb schon wieder, weil ich nichts. Das ist. Ich muss lernen, wenn ich auf der anderen Rutsche lande, einen Hechtsprung zu machen. Alex, wenn Kai IT-Witze droppt, dann timeoutest du ihn bitte. Spenden kann niemand aus Willkürtil mehr outen. P8 Hobbits sind übrigens ein Horbeit. Hashtag nieder mit der Diktatur. Kai, ich ziehe mit extra nur für dich. Der kürzeste Programmiererwitz, gleich bin ich fertig. Hashtag nieder mit der Diktatur. Da gehe ich nicht drauf ein. Was ist das Geile am Backen? Die Schüssel danach auszulecken. Nee, das einzig Geile am Backen ist das Backtraining. Bruder? Würdest du? Danke, ich glaube, du würdest. Wie geht's eigentlich deiner Kaffeemaschine? Sehr gut, sie steht neben mir und ist glücklich. Oh, ich verkacke die Wandsprünge, ja. Weil ich sie schräg gemacht habe. Oh, boy! Okay. Oh, holy shit! Oh, what? Wie kann man denn da abprallen? Mario. Mario. Ja, wie kannst du nur abprallen? Genau denselben Satz im Kopf gehabt wie ihr. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Als ob das mir noch nie passiert. Boy. An dem Run sind jetzt schon zwei Fails drin, die ich noch nie zuvor hatte. Ich habe eine Informatikerin nach ihrer Telefonnummer gefragt. Sie gab mir eine Schätzung. Und jetzt genießt den Stream und Hashtag gegen die Diktatur lol. The hell? The hell? Bitte lass jetzt nicht den IT-Witz-Virus von Kai auf andere übergreifen. Please no. Gebt damit eure Ehre als Menschen ab. Dann schauen wir mal, wie gut wir hier durch die feine Welt kommen. Ich werde nicht auf geisteskranke Moves gehen. Ich werde eher so ein bisschen auf Nummer sicher spielen, denke ich. Was habe ich gesagt? Warum hat er sich nicht festgehalten? Oh, ich muss unbedingt Bowser's Road üben. Ja. Ja, ja, ja. Kann ich es nochmal hinkriegen, alle Bowser-Throws zu treffen? Die Zeit wäre trotzdem Baba. Der macht ja den Boden kaputt. Okay, Leute. Auf die To-Do-Liste schreiben. Bowser's feine Stage üben. Boy, ich habe die Zeit nicht gestoppt. Stabil. Weltrekord! Jetzt kommt wieder Retalk in den Credits. Nein, nein, ich lasse sie einfach nur schön laufen. Oh boy, wie wir in grüne Giftgrotte einfach 5 Minuten vor unserer Zeit waren. Wir hätten 1:10 irgendwas laufen können. Okay, Guys. Aber das soll es dann für heute gewesen sein, Friends. Da kommt wieder der Kermit in mir durch. Das war the stream for today. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Danke für euren crazy Support heute wieder. Haut rein, euer Hübi.